Hallo und herzlich willkommen zu den Skat Masters 2013. Ich stehe hier auch direkt neben dem Objekt der Begierde. Das ist der Pokal, den morgen, nachdem das Finale ausgetragen worden ist, der Sieger der diesjährigen Skat Masters in seinen Händen halten wird. Und nicht nur diesen Pokal, sondern auch ein sattes Preisgeld von 25.000 Euro. Es ist sowieso ein Jahr der Rekorde für die Skat Masters. Es ist nunmehr das achte Turnier, was im Jahr 2013 ausgetragen wird. Wir haben ein Rekordpreisgeld von insgesamt 125.000 Euro, die ausgeschüttet werden. Wir haben eine Rekordteilnehmerzahl von über 170 Skatspielern, die versuchen, sich den Titel dieses Jahr zu sichern. Und dazu haben wir auch noch Rekordtemperaturen von knapp 40 Grad draußen in Berlin. Davon merken unsere Spieler zum Glück nicht so viel, da wir hier einen schön temperierten und klimatisierten Raum haben, wo unsere Spieler einen kühlen Kopf bewahren können und versuchen, sich so weit oben wie möglich zu platzieren. Was macht für dich jetzt hier bei den Skat Masters den besonderen Reiz aus, hier dran teilzunehmen? Also einmal das schöne Wochenende natürlich hier, dann natürlich auch die lukrative Preisgestaltung, die Chance auch, sag ich mal, mit relativ wenig Aufwand und ein bisschen Glück kann man hier auch halt einen schönen Preis gewinnen. Und was aber auch für mich wichtig ist, da das hier in Berlin ist, man trifft so dann ein, zwei Mal im Jahr Leute wieder, die man zwar kennt oder vom Internet her kennt, aber hier sieht man sich nochmal persönlich und kann... Ja, also der besondere Reiz sind einfach auch die guten Preise. Also guten Preise und eine sehr freundliche und faire Atmosphäre. Das Skat Masters sind für dich immer noch gesetzt jedes Jahr. Ja, natürlich. Das ist wie Boris Becker, ne? Wimbledon, Wohnzimmer, muss sein. Ist ja klar.